Hallo alle zusammen und herzlich willkommen in unserem Vlog. Wir gehen hier gerade unsere Mittagsrunde spazieren. Milka, und ich habe Leckerlis in der Tasche. Ich weiß, die kriegst du gleich. Na, du kriegst jetzt einen. Oh, Milka, die riecht das immer. Seht ihr das? Hier unten sind sie drin. Und Milka, die weiß natürlich direkt Bescheid. Toffee! Hier wachsen überall Himbeeren. Toffee isst lieber die Gemüsevariante, die Himbeeren. Sitz. Brav, jetzt kriegt Milky zuerst. Die hat sich's erbettelt für euch beide. Okay, na lauft. Und wir gehen jetzt hier unsere Mittagsrunde. Der Kevin kommt gleich noch nach. Dann wollen wir ein paar Pilze sammeln, weil hier im Wald super viele Pfifferlinge stehen. Das hatte ich euch letztes Mal ja schon gezeigt. Und ja, jetzt wollen wir doch noch mal welche sammeln und zubereiten mit Nudeln heute Abend. Und ja, was wir sonst noch so vorhaben, das erzähle ich euch gleich. So, eine Sekunde ist sie vorgelaufen. Und dann hat sie sich hier drin. Ich weiß nicht, ob sie sich gewälzt hat. Toffi, halt! Milka nicht, Milka hat nur drauf gepinkelt. Ja, super, Milk. Das hatten wir nämlich neulich noch in einem Instagram-Reel bei Milk and Toffi. Ne, ihr Süßis, auf eurem Instagram-Feed, da habe ich gefragt, was man, und das hat richtig gestunken letztes Mal, da war ihr ganzer Hals voll, was man da machen kann. Und euer empfohlener Tipp war Ketchup oder Tomaten. Ja, da gänste, ich weiß, mich stresst das auch. Pasteurisierte Tomaten da drauf zu geben. Wir haben es mit normalem Hundeshampoo abbekommen, aber wirklich die meisten Tipps waren, dass man einfach Ketchup drauf machen sollte. Habt ihr da auch mal Erfahrungen mitgemacht? Schreibt es gerne hier nochmal in die Kommentare, dass die anderen da auch was von haben. Eine Sache muss ich euch jetzt gerade doch noch schnell erzählen. Ich hoffe, ihr hört mich, und Milka und Toffi hecheln da nicht zu laut in ihrer Box. Wir fahren auch gleich los, das muss ich euch nur noch kurz erzählen. Denn wir wurden von den Tony Petfluencer Awards als Video Creator des Jahres nominiert mit 3 weiteren Accounts. Das Ganze wird am 23.09. im Waldbad in Köln-Dünnwald bekannt gegeben, die da gewinnen. Es gibt natürlich noch weitere Kategorien. Und ich freue mich riesig. Der erste Schreck, ja doch, es war schon irgendwie so, oh mein Gott, wir sind nominiert, richtig cool mit unserem YouTube-Kanal und unserem Instagram-Feed. Aber ja, vor allem für YouTube freue ich mich wirklich, wirklich so doll, weil ich habe mal geguckt, 2013 habe ich den Kanal eröffnet und es ist einfach vor 10 Jahren. Also das ist schon komplett wahnsinnig irgendwie. Wenn ich mir die ersten Videos angucke, dann denke ich mir so, okay, krass, wie man sich doch verändert. Und deswegen freue ich mich da wirklich von ganzem Herzen über diese Nominierung. Und bin natürlich, gehe positiv zur Beach Party, wo das wie gesagt bekannt gegeben wird. Und ja, am 23.09., das ist der Samstag, das ist quasi nur für geladene Gäste, für Petfluencer. Wenn ihr da seid, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, der Sonntag, der ist für alle geöffnet. Das ist dann quasi, ja, wie so ein, ja, man kann da schwimmen mit seinem Hund oder beziehungsweise der Hund kann schwimmen. Es gibt verschiedene tolle Fotoshootings und Aktionen. Ich werde es euch einfach mal alles unten in der Infobox verlinken, was man da so machen kann. Da werden wir wahrscheinlich auch da sein am zweiten Tag. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ich da den einen oder anderen von euch treffe. Das wollte ich gerade schon mal so sagen. So, Milka und Toffi schlafen. Können sich schon mal ausruhen für morgen. Morgen geht es nämlich nach Salzburg. Da kommt Toffi. Nee, da kommt ihr mit. Da gehen wir dann nämlich nochmal ein paar Sachen fürs Haus anschauen. Fliesen, Küche, Bad und so. Und danach geht es vielleicht noch schwimmen. Wenn wir das Ganze zeitlich schaffen, ich hoffe es doch sehr. Deswegen, ich nehme unsere Badesachen einfach mal mit. Ich lege das hier gerade alles zusammen. Die Hose und Kevins Badehose muss ich noch suchen. Das habe ich gerade nicht gefunden. Was ich euch allerdings noch mal kurz zeigen wollte, ist meine Insta 360. Mit der mache ich ja die ganzen Unterwasseraufnahmen und Wasseraufnahmen. Da bekomme ich immer so viele Fragen zu. Deswegen wollte ich euch das noch mal kurz vorstellen. Denn durch dieses Tauchgehäuse hier, also ihr seht, die filmt 360 Grad, durch dieses Tauchgehäuse hier bekommt man so eine richtig coole Wasserkante. Ich werde euch später mal, wenn wir am See sind, die Aufnahmen zeigen. Und ihr packt die Kamera da einfach rein
Und dann könnt ihr damit ins Wasser gehen. Damit kann man auch tauchen. Und ja, das ist wirklich so mein absolutes Must-Have im Sommer. Sowohl am See als auch im Meer. Ich liebe es einfach von den beiden, da Aufnahmen zu machen. Das ist jetzt unsere Inspiration für Küche und Böden. Also küchenmäßig hätten wir gerne etwas Helles mit Holzfronten oder weißen Fronten im Landhaus- bzw. Boho-Stil. Zwecks der Böden hätten wir im Küchen- und Flurbereich gerne etwas Dunkles und im Bad hier so einen hellen braun-grauen Boden. Und ansonsten, wie gesagt, in Küche und Flur etwas Graues. Hauptkriterium wäre aber, dass es pflegeleicht ist und man nicht jedes Hundehaar und jeden Sabberfleck direkt darauf sieht. Nach dem Fliesenfachmarkt ging es direkt in den IKEA. Dort haben wir uns als erstes Sofas und im Anschluss Küchen angeschaut. Diese hier hat uns auch gut gefallen mit den Holzfronten. Ich denke, am Ende wird es irgendwie so eine Mischung aus Holz und hellen Fronten werden. Wir mussten natürlich noch kurz über die Grenze zu einem deutschen Rewe fahren und die Lebensmittel kaufen, die es in Österreich nicht gibt, aber die ich sehr, sehr vermisse. Dazu gehören Toasties, dann sämtliche vegane Leberwurstprodukte von Rügenwalder. Die Leberwurst ist wirklich so lecker, die vegane. Da gibt es auch noch eine vegane Mettwurst, die schmeckt genauso. Dann haben wir noch vegane Weißwürste gefunden, keine Ahnung. Veganes Mousse au Chocolat und Knödelteig. Ich liebe diesen Knödelteig. Leider habe ich meine Katjes Lakritze vergessen. Die gibt es nämlich auch nur in Deutschland. Die hole ich beim nächsten Mal. Wir haben es dann noch kurz an den See geschafft und waren mit Milka und Toffi schwimmen. Und diese Aufnahmen sind jetzt mit der Insta 360 gefilmt, also ihr seht schon, das funktioniert richtig, richtig gut unter Wasser. Sowohl als auch, dass man diese Wasserkante ganz genau hinbekommt zu filmen. Und ich werde euch alles weitere dazu einfach mal in der Infobox verlinken. Eine Sache wollte ich euch gerade noch mal kurz zeigen, weil ich das ja eigentlich auch immer sehr interessiert hat. Und zwar ist die Innenverkleidung in meinem Bus komplett fertig. Ich werde euch im Anschluss hier nochmal zeigen, wie wir das Ganze eingebaut haben. Wir haben drei Lichter hier noch reingemacht und ja, das Ganze, das ist so eine, hier sieht man es, Multiplexplatte Birke. Also man hat hier auch so eine richtig schöne Holzmaserung. Das Ganze habe ich mit Öl behandelt, extra mit so hellem Öl, damit das nicht nachdunkelt. Und ja, die Box von Milka und Toffi steht hier. Das ist auch super praktisch. Wenn die nass sind, dann ziehe ich die nämlich vor, dann springen die direkt in die Box und dann wird da drin nichts dreckig. Und ja, die Seitenwände sind auch drin. Das Regal ist noch nicht fertig. Das ist so das Einzige, was noch nicht fertig ist. Aber ansonsten ist hier die Schlafbank, die man hier umklappen kann zum Schlafen. Und dann ist es fertig. Wir haben als allererstes einmal geschaut, wo die Kabel von der Decke gehen. Dann haben wir die Löcher eingezeichnet für die Lichter und das Ganze dann ausgesägt. Im Anschluss haben wir die Kabel verbunden. Und das Schwerste war eigentlich, die Decke an die Decke zu bekommen, weil das ja eine riesengroße, schwere Platte ist. Das haben wir nur geschafft, weil meine Beine tatsächlich genauso lang waren ungefähr, ja, wie der Abstand bis zur Decke. Und ich das quasi mit meiner ganzen Kraft andrücken konnte, weil die Decke auch noch leicht gekrümmt ist und das wirklich ein Act war, sage ich euch. Alles andere danach ging aber dafür umso leichter. Die Lichter ließen sich einfach einklicken und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ja, ich bin richtig happy mit dem Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier noch so Magnet-Polaroids auf beiden Seiten, einmal auf dieser Seite hier, weil ich habe ja hier das Metall vom Auto noch und auf der Seite sind ebenfalls Polaroids, hier hängt noch ein Kabel raus, da will ich nur eine Lampe einbauen, aber ansonsten ist das schon komplett fertig, mir gefällt es richtig gut, es riecht vor allem mit so nach Holz, das finde ich total angenehm und ich werde den Vlog jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und nächstes Mal nicht, das stimmt nicht. Wir hoffen, wir können das Haus, zwecks Haus, wir können das Haus zum Ende des Monats übernehmen und dann werde ich euch das Ganze auch mal von innen zeigen. Gerade geht das noch nicht, weil gerade die Möbel und die ganze Einrichtung und so noch von den Vorbesitzern, so jetzt habe ich es, von den Vorbesitzern im Haus sind und das möchte man dann ja nicht filmen, die persönlichen Sachen. Deswegen ja, müsst ihr euch da noch etwas gedulden, aber ich freue mich schon riesig auf
eure Reaktion und das ganze Makeover an sich, weil das Haus ist von 1973, also es ist ein richtiges Hippie-Haus und es sieht auch gerade so aus. Wobei es sind jetzt nicht diese, wie man sich das so vorstellt, diese Blumenfliesen im Bad leider nicht, die finde ich schon fast wieder richtig cool. Ganz am Ende werde ich, glaube ich, noch ein Video. Das Haus hat mich schon total beeinflusst. Ich werde ganz am Ende noch, bleib dran, deswegen bis zum Ende, ich werde ganz am Ende noch ein Video, wie wir in Salzburg shoppen, oder was heißt shoppen, wir waren da noch ein bisschen in so einer Mall gucken, tatsächlich nur gucken. Und ich hatte so einen Afghanmantel an, Afghanmantel, doch, das nennt man so, den ich so cool finde. Kevin findet ihn total furchtbar und das ist halt auch so voll Hippie und 70er und passt eigentlich perfekt zu dem Haus. Naja, aber um dahin nochmal zurückzukommen, das Haus, das wird auf jeden Fall ein riesengroßes Makeover. Wir wollen sowohl die Böden neu machen, als auch Fenster neu, eine Fensterfront und wir hoffen, das geht alles so. Ja, also Wände, alles, eigentlich alles, Leitung, eigentlich alles tatsächlich. Also wir haben da einiges vor uns, wir sind gespannt, wie lange wir brauchen. Eigentlich wollten wir zu Weihnachten einziehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Wir werden sehen, vielleicht haben wir auch Glück und ihr seid auf jeden Fall dabei. Wenn ihr noch Fragen diesbezüglich habt, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, denn wir wollen dieses Haus natürlich hundefreundlich umbauen und das wird euch ja, denke ich, auch interessieren. Gerade bei Instagram, da kamen schon sehr viele Tipps von euch, zwecks Fliesenwahl, Hundehaaren und was da unempfindlich ist. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr über eure Ratschläge und ich denke, da kann man auch sehr, könnt ihr untereinander von profitieren. Deswegen beende ich jetzt das Video an der heutigen Stelle. Ich freue mich auf die weiteren Videos und wünsche euch einen schönen Milka-Mittwoch. Ciao, ciao! Next level. In dieser Länge. Alle, die das Video gucken und die so einen Vintage-Mantel im Keller liegen haben, schreibt mir in die Kommentare. Ich nehme ihn sofort. Ich finde den echt cool. Kevin findet ihn furchtbar. Ja. Ich finde den toll. Entschuldigung.